So, meine lieben Leute, wie ihr es an der Matte vielleicht schon kennt, der hier ist der Domme. Marc hat mich nochmal gebeten, ein Deck vorzustellen. Oh Wunder. Und ich habe bei uns in der Fischkrieg-Series, also in unserem kleinen Turnierchen, jetzt neulich einfach mal einen Haufen von Jorion gebaut. Und zwar in den Lieblingsfarben von mir. Schwarz-Rot, Schwarz-Blau, Blau-Rot. Einmal Grixis-Jorion-Haufen. Ja, und den wollte ich euch mal zeigen. Mal sehen, was bei rumkommt. Vorab schon mal zu sagen, ist ja ein 80-Karten-Haufen. Deswegen werde ich jetzt nicht auf jede Karte im Detail eingehen. So Brainstorm, Ponder und so weiter werde ich einfach überfliegen. Weil sonst quatsche ich mich hier halb tot. Wir können aber mal mit der Länderbasis anfangen. Das geht ganz, in Anführungszeichen, ganz zügig. Da haben wir zweimal die nette Volcanic Island, blau-rotes Duel. Dann haben wir zweimal die Underground Sea, blau-schwarzes Duel. Und ein Badlands, das rot-schwarze Duel. So, wir werden ja unsere Farben schon erschöpft. Oder aber in einem 80-Karten-Haufen, drei und fünf Länder ein bisschen wenig sind, spielen wir noch ein paar andere. Da haben wir einmal die liebe Insel dreimal. Dann haben wir zwei Swamps und noch einen Mountain. So, heißt, wir haben jetzt effektiv 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, wir haben jetzt effektiv schon mal 10 Länder, die wir fetchen können und die Mana machen. Das Ganze garnieren wir dann mit 4 Scalding Tarn, 4 Polluted Delta, 2 Bloodstained Mire. Haben wir nochmal 10 Fetch-Länder, auf denen wir auf jedes Land fetchen können. Und weil wir so viele Basics spielen und man da drin überraschend gut auf Basics fetchen kann, spielen wir noch einfach 3 Prismatic Vista. Also Basic Fetchland. Das sind jetzt in Summe 24 Länder. Also so ein 80-Kartenhaufen, ein bisschen wenig. Da geht es eher so in die Richtung 30, 32. Deswegen spielen wir noch ein paar Effektländer. Als Effektland spielen wir einmal Growth of Burn Willows. Und das Ganze dreimal. Growth of the Burn Willows kennt jetzt nicht jeder. Kannst du tappen für ein farbloses oder tappen und ein rotes oder ein grünes machen und jeder Gegner bekommt ein Leben. Wichtig, die einen oder anderen, die sich mit Legacy auskennen, kennen den Trick schon. Die funktioniert sehr gut mit einem Spell, den wir nachher spielen. Dazu kommen dann noch zweimal der Klassiker Wasteland. Einfach nur, um Non-Basics ausschalten zu können, um sich um zum Beispiel Ursa Saga kümmern zu können oder gegnerisches Karakas, weil unser Jorion ist ja legendär und wir wollen zumindest mal mit ihm angreifen können, deswegen so ein Karakas schon mal hinderlich. Und weil er legendär ist, weil man den bouncen kann damit, spielen wir selber ein Karakas. Weil, why not? Gut, dann wären wir bei, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, 30 Ländern. Kommen wir mal zu den Spells. So, dann kommen wir zu den Spells bei der ganzen Sache. Da spielen wir einfach erstmal mit den Cantrips. Da spielen wir 4 Brainstorm. Brainstorm, ein Mana Cantrip. Dann spielen wir noch, oh Wunder, 4 Ponder, ein Mana Cantrip. Dann spielen wir noch die Expressive Iteration, die aber nur dann dreimal, weil irgendwo muss man ja cutten. Die ist ja von Rotes und Blaues eine Sorcery. Guckt sich die obersten 3 Karten von der Library an. Eine nimmt man auf der Hand, eine geht ins Exile, eine unten drunter. Und die aus dem Exile kann man auch noch spielen. Das heißt, man kann damit sogar ein Land ins Exile legen, wenn man den Landdrop noch nicht gemacht hat. Oder nicht so dumm war, vorher schon den Landdrop zu machen, kann man den danach noch nachholen. Sehr geiles Teil. Sieht man ja auch immer in Ur-Delver. Dann wartet das eigentlich schon mit den Cantrips, weil ich meine, 11 Cantrips ist so schon ein guter Haufen. Kommen wir mal zum Counterspells. Good Old Force of Will, 4 an der Zahl. Dann Good Old Force of Negation. Diesmal nur 2. Und so ein Splash von Counter und Removal ist dann einfach das Drownende Loch. Das spielen wir auch 2. Das sollte auch schon jeder kennen von den vorherigen Decktags. Und wenn nicht, guckt es euch an. So, sind wir schon mal beim Removal angekommen. Da fangen wir mal an mit dem kleinen Removal. Da haben wir einen Fatal Push. Den spielen wir dann auch 2-mal. Ist halt einfach ein Einmaler schwarzer Removal, der so gut wie jede Kreatur wegkriegt, außer es ist viel zu groß. Für solche Fälle haben wir dann noch einen Toot Slaughter. Den könnt ihr mal erklären. Ist für ein rotes und zwei beliebigen Instant. Target Player sacrifice a creature or planeswalker. Und wenn wir Delirium haben, macht der Spieler das halt beides. Das heißt, wir kommen im Bestfall sogar eine Kreatur und einen Planeswalker los. Auch als Instant. Dann haben wir noch eine Sorcery mit Agra's Rampage. Für ein rotes und ein schwarzes darf man sich eins aussuchen. Ein Spieler opfert eine Kreatur, ein Artefakt oder ein Planeswalker. Der ist halt noch ein bisschen versiler als der To-Do Slaughter, aber der To-Do Slaughter ist da halt ein bisschen besser, weil er instant ist. Beide kriegen halt schön Planeswalker weg. So, dann haben wir, Grixis spielt es immer, den Kolaghan's Command. Hier aber auch nur einen. Ein schwarzes, ein rotes, ein beliebiges. Instant, wo wir 2 choosen dürfen. Eine Kreatur auf die Hand zurücknehmen. Ein Spieler discardet eine Karte. Man zerstört ein Artefakt. Oder man schießt 2 Schaden.
Und ja, als Instant halt einfach. Dieselbe Farbe, denselben, in Anführungszeichen denselben, spielen wir dann halt einfach nochmal in Izzet-Farben als Prismari-Command für ein rotes und blaues und beliebiges Instant, wo wir auch zwei wählen dürfen. Entweder zwei Schaden schießen, ein Gegner zieht zwei Karten, wirft zwei Karten ab. Dann haben wir noch, ein Spieler kriegt einen Treasure-Token oder man zerstört ein Artefakt. Ist halt auch gerade in der aktuellen Meta mit sehr, sehr vielen Artefakten durch Eldcast und so weiter und diesen komischen XX-Konstrukten aus irgendwelchen Ländern. 1, 2, 3 Artefaktzerstörer. Gar nicht mal so schlecht. So, und dann kommt schon das Land, was ich eben, der Spell, den ich eben angeteased habe, der mit dem Growth of the Burn Willow so gut funktioniert. Und zwar Punishing Fire. Davon spielen wir dann 3. Da gehe ich jetzt ein bisschen näher drauf ein. Punishing Fire, einfach ein rotes, ein beliebiges Instant, schießt 2 Schaden und immer wenn ein Gegner Leben kriegt, kann man ein rotes bezahlen. Und wenn man das macht, kann man die vom Friedhof auf die Hand nehmen. Hat zur Bewandtnis, dass wir mit dem tollen Growth of the Burn Willows, was wir eben hatten, ich leg's mal daneben, damit ein rotes Mana machen, das Ding triggert oder beliebig viele davon im Friedhof triggern. Und dann können wir rotes Mana bezahlen, entweder aus dem Growth, was ja dann auch den Leben, die Leben gegeben hat, und ein Punishing Fire auf die Hand zurücknehmen. Ist ein wunderbares Kontrolltool, einfach weil wir damit Kreaturen abgeschaltet kriegen, also relativ kleine Kreaturen. Es ist immer so ein Eins ins Gesicht oder funktioniert auch wunderbar mit einem Planeswalker, der nachher kommt. Nur mal so dazu. Und das war jetzt dann auch der letzte Removal, den wir haben, beziehungsweise Spell, den wir haben. Ja, und eigentlich auch so mit einer der Karten, weswegen ich den ganzen Haufen hier geschoben habe. Nach Ländern und Spells kommen wir jetzt einfach mal zu was handfesten Kreaturen. Krixis. Krixis spielt eigentlich immer eine Kreatur. Immer. Und zwar die Belfort Strix. Blau ist ein schwarzes. Bird, fliegend Death Touch. Und wenn er ins Spiel kommt, darf man eine Karte ziehen. Cycelt sich also durch. Heißt, noch mehr Card Draw. Wunderbares Tier und halt auch ein echt ekliger Blocker. Wir haben ein Fiktillionen an Spells. Deswegen spielen wir halt auch einfach mal einen Snapcaster. Und den auch noch dreimal an der Zahl. Dürfte jeder kennen. Blau ist ein farbloses. 2-1er Young Wizard mit Flash. Und wenn der ins Spiel kommt, kann man ja Instant oder Sorcery aus dem Friedhof wählen und die bekommt Flashback bis zum Ende des Zuges. Wie gesagt, man hat so viel im Friedhof, der lohnt sich hier drin immer. Weil wir so viele Instants und Sorceries cyclen, packen wir dann auch einfach mal 2 Young Pyromancer da rein. Ein 2 Mana für ein rotes und ein beliebiges 2-1er, Human Shaman, der für jede Instant oder Sorcery, die mir spielen, ein 1-1er Elemental kackt. Und kackt ist hier wirklich wörtlich zu nehmen, weil gerade mit dem Punishing Fire, die wir immer auf die Hand nehmen und die zum Removen benutzen, kriegen wir quasi mit jedem Punishing Fire Aktivierung einen schönen 1-1er. Dürfte auch in dem Gameplay zu sehen sein, was wahrscheinlich ja noch kommt, eventuell schon war, wo der halt einfach das Board vollrotzt, weil Punishing Fire im Umlauf ist. So, und mit dem Snapcaster funktioniert der halt auch wunderbar. Dann spielen wir noch einmal den Hullbreacher. Bzw. zweimal. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Den dürfte eigentlich jeder kennen. Der ist halt eigentlich nur dafür da, damit der Gegner nicht mehr Karten zieht als wir. Und wir dafür, wenn er Karten ziehen will, auch noch Treasures kriegen. Und er trotzdem keine Karten zieht. Der funktioniert super mit einem Planeswalker, den wir gleich noch kommt. Derselbe Planeswalker, der mit Punishing Fire gut funktioniert. Ja, und der funktioniert auch zum Beispiel mit dem Prismari-Command ganz gut, wo der Gegner 2 Karten zieht und 2 Karten abwirft. Das heißt, es ist einfach Discard 2 und ich krieg 2 Treasure-Token. Das ist halt einfach nur ein gutes Tier. Und den kann man halt eigentlich super einfach mal hier drin spielen. Der hat sich auch sehr bewährt bei den Spielen. So, irgendwie zwischen den ganzen 2-1ern, 1-1ern, 3-2er müssen wir auch noch mal zu Potte kommen. Also spielen wir Murktide Regent. 2-mal. Das Vieh dürfte auch jeder kennen. Der ist halt einfach nur als Heavy Hitter hier drin, weil er auch besser ist als der Gormag-Engler. Der wird größer als ein Gormag-Engler und der synergiert mit dem Punishing Fire. Weil die gehen aus dem Friedhof, er kriegt eine +1/+1 Marke. Und wenn du dazu 4-5 Mal gemacht hast, was durchaus passieren kann, ist das auch egal, wenn der ohne Marke reinkommt, weil dann heißt der halt trotzdem irgendwie 7-7 oder 8-8. Denselben in kleiner spielen wir auch als Eternal Forager. Quasi der Vorgänger davon in den Delver-Decks. Für 2 blaue, 4 beliebige, ein Elemental Whale für 3-3 mit Delve fliegend. Und wenn der angreift, darf man halt eine Instant oder Sorcery, die mit dem weggedelft wurde, auf die Hand nehmen. So, damit kann man halt gerade die Removal nochmal reloaden. Man kann
damit die ganzen Cantrips nochmal reloaden. Man kann damit Counterspells reloaden. Und ja, ist halt trotzdem ein 3-3er Flieger. Der ist halt nicht so stark wie der Murktide Regent in Angriff und Verteidigung, hat aber den Passus, dass er sich dann halt echt schön durch den Friedhof delft und mal die Karten halt einfach wiederbekommt. Gut, dann spielen wir noch ein bisschen Shenanigans, weil wir einen Karakas haben, und zwar eine Vendilion-Click. Die erkläre ich jetzt auch mal kurz. Es sind zwei blaue, ein beliebiges Fairy Wizard, 3-1 mit Flash Flying. Und wenn die ins Spiel kommt, schaut man sich die Hand von einem Spieler an. Man kann eine Non-Land-Karte, also eine Nicht-Land-Karte von der Hand revealen und die unter die Library legen. Und dann darf derjenige eine Karte ziehen. So, das geht auf den Gegner. Einfach nur quasi, um zu gucken, was er hat, um irgendwas wegzunehmen, was man nicht haben will. Oder geht auch auf sich selber. Plus, die ist Legendary. Das heißt, wir können die mit Karakas auf die Hand nehmen. Und das hatte ich auch in den Spielen, die ich jetzt gespielt hatte, schon gemacht. Entweder damit sich selber targeten und die Hand ein bisschen besser machen, was wegschmeißen, was man gerade gar nicht gebrauchen kann. Oder halt permanent beim Gegner in der Upkeep, was hast du gezogen? Nee, will ich nicht, dass du das hast. Leg das mal drunter, zieh dafür eine neue Karte. Plus, das ist ein zusätzlicher Draw, den potenziellen Hullbreacher negieren kann. Das heißt, ihr habt im Endeffekt legt eine Karte drunter, ich krieg einen Treasure Token, wenn beide liegen. Das war Trick 17. Und jetzt kommt einfach nur Removal. Ein Black Engineer. Den brauche ich, glaube ich, auch nicht zu erklären. So viel zu den Kreaturen. Schauen wir mal weiter. Und jetzt kommen wir zu noch handfesteren wie Kreaturen, nämlich Planeswalker. Zeige ich euch als erstes den Planeswalker, den ich hier reingenommen habe, weil er super damit synergiert. Und den haben wir sogar dreimal drin. In einem wunderschönen Artwork. Duckfaden. Für ein rotes, ein blaues, ein farbloses kommt er mit 3 Lillity ins Spiel. Der +1-Effekt ist Target Player Draws to Card, dann Discards to Card. Der -2-Effekt ist, man übernimmt die Kontrolle über ein Artefakt. Und der -6 ist, man bekommt ein Emblem. Was sagt, wenn man ein permanentes targetet, bekommt man die Kontrolle über das Permanente bis zum Ende des bekommt man die Kontrolle über das Permanente bis zum Ende des Spiels. Der hat einen Arsch voll Synergien hier drin. Fangen wir mal an. Punishing Fire. Eben schon erklärt. Können wir von Rotes wieder auf die Hand nehmen, wenn wir ein Growth of the Burn Willows tappen. Oder wenn ein gegnerischer Uro-Spiel kommt oder der Gegner irgendwie Leben kriegt. Wenn man davon 2 im Friedhof hat und man die End of Turn vom Gegner einfach mal wieder auf die Hand und den plust, zieht man 2 Karten, wirft die Punishing Fire ab, hat 2 Karten gezogen, ohne 2 Karten wegzuwerfen. Ist im Endeffekt dann auch purer Card Draw. Was wir noch im Deck hatten, war der Hullbreacher. Weil mit dem können wir den Gegner auch zu zwingen, 2 Karten zu ziehen, 2 Karten abzuwerfen. Das heißt, der Gegner discardet 2 Karten und wir kriegen 2 Treasure Token. Und ist auch nicht schlecht. Dann hat man natürlich noch so Mini-Sachen wie zum Beispiel den Snapcaster, wenn man einen Spellcard in den Friedhof schmeißt, den man eh nicht braucht, kann man nachher immer noch drauf zurückgreifen. Länder hat man nach einer Zeit eh genug. Also der Plus wird schon ziemlich abused hier drin. Der Minus ist halt gerade in den Ursas-Saga-Zeiten wie jetzt relativ interessant, weil viele Artefakte rumfliegen. Der -6 ist halt die Frage, ob man den bekommt. Ist dann aber wiederum geil mit Punishing Fire, weil, naja, dann übernimmst du die Kreatur halt einfach, wenn du sie damit nicht umbringen kannst. Oder ein Planeswalker vom Gegner. Der kriegt ja auch Schaden. Oder wird getargetet, sagen wir es lieber mal so. Ja, aber das ist halt so, der Planeswalker hier drum und der zieht halt einfach einen Arsch voll Karten. Wirklich einen Arsch. Hätten wir die Jubelrede mal hinter uns, kommt der Klassiker. Jace the Mind Sculpture. Warum? Wir haben noch nicht genug Karten gezogen und den Gegner zu manipulieren macht auch noch Spaß. Und der bounzt auch noch Kreaturen. Und der Minus gewinnt auch noch das Spiel. Also der gehört einfach hier rein. Dann haben wir noch Liliana Last Hope. Der Plus ist ein Removal. Der Minus gibt uns Kreaturen wieder auf die Hand, sprich Futter. Und die Ulti von ihr mit -7 gewinnt halt eigentlich meistens das Spiel. Und weil wir so viele tolle Planeswalker spielen, spielen wir halt auch noch einen richtig fetten Nicole Bolas Dragon God. Richtig dickes Ding. Für ein rotes, 3 schwarze, blaues bekommt man Planeswalker mit 4 Lollity und der Ability, dass der jede Lollity-Ability von Planeswalker auf dem Battlefield hat. Nicht nur bei sich selber, sondern auch noch beim Gegner. Hat der Gegner einen Khan, hat man selber einen Khan. Außer bei dem Great Creator zum Beispiel die Static Ability, die übernimmt der nicht. Das ist ja keine Lollity Ability. Hat man einen Jace the Mind Sculpture liegen, darf man zweimal Fate ziehen beim Gegner, also sich die oberste Karte angucken. Und dann hat er auch noch einen +2-Effekt in dem Moment, anstatt wie sonst nur ein +1. Genau dasselbe wie mit der Lily, mit dem Duck. Das Vieh macht einfach viel zu viel.
Plus man hat ja dann auch noch die Minuseffekte von den anderen Planeswalkern, die man benutzen kann. Also die in Anführungszeichen Ultis, wo man Embleme generieren kann und so weiter. Also ist schon ein Brett. Wir haben plus eins. Man selber zieht eine Karte. Jeder Gegner exalt eine Karte von der Hand oder ein permanentes, was sie kontrollieren. Minus drei. Man zerstört eine Kreatur oder einen Planeswalker. Ist halt ein klassischer Removal. Und minus acht. Jeder Gegner, der keine Legendary Creature oder Planeswalker kontrolliert, verliert das Spiel. Ganz einfach. Heißt, wenn man den spielt und hat einen Jace liegen, macht man zweimal plus zwei, macht den dann Minus. Ja, dann muss der Gegner halt gucken, dass er irgendwie eine legendäre Kreatur oder einen Planeswalker kontrolliert. Ne? Und der macht dann halt auch einfach mal das Spiel aus. Also neben der Lily, die das kann, der Jace, der das kann, macht der halt auch einfach Feierabend. So viel zu diesem Riesenhaufen Main. Jetzt kommt noch Sideboard. Das wird jetzt fast genauso schlimm wie Mainboard, weil fast nur One-Offs sind. Fangen wir mal an. Namensgebende Karte ist im Sideboard, deswegen stelle ich sie jetzt erst vor, Hyurion Sky Nomad. Für ein blaues und, oder ein weißes und ein blaues oder ein weißes und drei beliebige kriegt man Bird Serpent mit 4-5. Wir müssen 20 mehr Karten als unser Minimum Deck Size haben, um den als Companion wählen zu dürfen. Der hat Flying und wenn der ins Spielfeld kommt, darf man beliebig viele Nichtlandpermanente auswählen und die werden exiled und kommen zum Beginning des nächsten Endsteps wieder. Ist an sich schon mit 4-5 ein ziemlich fettes Vieh. Dafür ist er halt auch manchmal gut, auch wenn er eigentlich andere Dinge hat. Andere Dinge wie zum Beispiel Planeswalker mit niedrigen Marken bouncen, Plague Engineer bouncen, weil man irgendwie den Type ändern will, Baleful Strix bouncen, weil man eine Karte ziehen will, oder. Das Einzige, was wir hier halt nicht drin haben, weil wir kein Grün haben, sind die Abundant Growth. Das sind ja diese Enchantments für einen Mana, die ein Land verzaubern, die eine Karte ziehen, wenn man ins Spiel kommt. Da könnte man zum Beispiel noch gucken, ob man irgendwas findet, wie hier dieses blaue Enchantment, Omen of the Sea oder so von Tassa, was beim ETB eine Karte zieht. Man kann halt nicht mehr auf Astrolab zurückgreifen, was ich mal in der Shell gebaut hatte, die halt eine Karte zieht, aber ja, man hat eigentlich genug ETBs, die man triggern will, damit man die nochmal bekommt. Die Vendilion Click ist ja auch noch so einer. Wenn im Endstep dann vom Gegner nochmal eine Karte zwackst, ist auch immer gut. Und wie gesagt, als 4-5er Buddy mit fliegend geht der auch immer klar. So viel zu der einen Sideboard-Karte. Kommen wir mal zum Artefakt-Hate, weil aktuell brauchen wir den ja. Aber ganz klassisch Null Rod, zwei beliebige Spieler können die aktivierte Abilities von Artefakten nicht mehr benutzen. Und noch einen neuen Klassiker, Meltdown für ein rotes und X. Zerstört man mit jedes Artefakt mit Casting Cost X oder weniger. So. Da wären wir schon bei den Artefakten durch. Im Endeffekt auch gegen Artefakte kann man die hier reinnehmen. Engineered Explosives für X mit Sunburst. Heißt, die bekommt für jede Farbe, die man ausgegeben hat, um X zu casten, eine Marke ins Spiel. Kann man für zwei Mana opfern und zerstört hier das Nichtland-Permanentes mit den Mana-Kosten gleich den Charge-Countern auf der Engineered Explosives. Also einfach noch ein Removal, kriegt aber auch halt Artefakte weg. Removal hatten wir auch schon im Mainboard. Freut sich jeder Elfenspieler drüber. Plague Engineer. Boah, den haben wir sogar zweimal. Heißt, wir haben den insgesamt sogar dreimal. Drei. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen, regen sich genug Leute drüber auf. Über die Engineered Plague on a Stick. Removal hat man noch nicht genug. Toxic Deluge. Für ein schwarzes und zwei beliebige. Eine Sorcery. Als zusätzliche Kosten bezahlt man x Leben. Und alle Kreaturen bekommen minus x minus x. Ist im Endeffekt ein riesen Board-Vibe. Dann, was in Anführungszeichen ein Removal sein kann, ist Dressdown. Haben wir dann noch zweimal hier drin. Ein Enchantment. Für ein blaues und ein beliebiges. Mit Flash. Wenn die ins Spiel kommt, zieht man eine Karte. Die muss man zu Beginn des nächsten Endsteps opfern. Und der Parsis, der da drauf wichtig ist, Kreaturen verlieren alle Abilities. Quasi eine blaue Humility. Wichtig hierbei zum Beispiel die Konstrukte sterben, die Ursas Saga macht oder ein Ursa macht, weil die haben ja die Fähigkeit zu bekommen, plus sind eigentlich 0-0er. Und man kann halt ganz viel Schindelgänze damit machen, auch zum Beispiel gegen Tassas Oracle, gegen Doomsday oder so. Oder wenn der Gegner irgendwie irgendwas anderes ins Spiel bringen will, was ein ETB hat, den man unterbinden will. Dafür sind die Dinge, ist das Ding gut. So, und zieht noch eine Karte, heißt, es cycelt sich selber noch durch. Dann sind wir bei blauen Spells. Dann nehmen wir einfach mal den Klassiker vom blauen Spell, ein Pflasterstorm.
Ist gut gegen Storm, ist gut gegen andere Counter-Wars. Kann man halt einfach reinnehmen. Haben wir schon mal einen Counter-Spell. Dann haben wir noch einen Blue Elemental Blast. Könnte man einfach auch einen Hydro Blast spielen. Ich habe jetzt einfach mal den genommen. Für ein blaues countert mal einen roten Spell oder zerstört ein rotes Permanentes. Als Instant. Ganz klassisch, ist gleichzeitig Removal und Counter. Gefällt uns gut. Dasselbe haben wir dann nochmal in Rot. Als Red Elemental Blast. Der sagt dann halt einfach nur, man countert einen blauen Spell oder zerstört eine blaue Karte. Den könnte man halt auch als Pyroblast spielen. Theoretisch. Wenn man will. Dann neigen die Spiele ja manchmal dazu, etwas in die Länge gezogen zu sein. Da kann man auch ein Court of Cunning spielen. Das ist ein Enchantment. Für zwei blaue und ein beliebiges. Wenn der ins Spiel kommt, wird man der Monarch. Und in meiner Upkeep millen x Spieler oder Target Players, mehrere können es auch sein, zwei Karten. Wenn man der Monarch ist, werden da dann stattdessen 10. So, bedeutet nicht nur, dass man eh viel mehr Karten im Deck hat als der Gegner, man kann den auch noch ausmillen und mit dem Monarch-Token zieht man halt einfach noch mehr Karten. So, heißt, wenn man gegen ein controlliges Matchup spielt, kann man den einfach reinnehmen und ja, meistens liegen dann eh nicht die meisten Kreaturen, das heißt, den Monarch wegzukriegen ist ein bisschen schwierig. Dann nimmt man einfach den rein. Und dann haben wir noch als Graveyard Hate ganz klassisch zweimal Surgical Extraction. Warum ich das Deck spiele? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach zu sagen. Ich mag Grixis. Ich liebe es, den Gegner auszugrinden. Und das hier ist einfach nur für mich nur Pox on Steroids. Also Pox auf Steroiden. Weil das war halt, ist halt einfach ein geiler Haufen zum Spielen. Und deswegen wollte ich den euch zeigen. Und ich hatte mega Spaß beim Spielen. Auch wenn ich, glaube, dreimal in die Overtime gegangen bin. Aber es hat mega Spaß gemacht. Gut. Hoffe, euch hat gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren. Wenn ihr Karten nicht kanntet, es gibt genug Decktags, wo die Karten erklärt werden. Die könnt ihr euch auch alle mal angucken. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, schmeißt sie in die Kommentare. Blacky kann mich da drauf stupsen. Ich lese die eh nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Gameplay. Ciao.